Deswegen plädiere ich auch für eine Vereinigung aller Meinungen, aller Menschen. Ich feiere immer noch diesen Mann, der, ich weiß nicht, ob es Spiegel TV war oder welche Relotius-Presse sich da versammelt hatte, und den Volkslehrer, Herrn Nehrling, ja, auflaufen lassen wollte und diesen Mann eben gefragt hat, was er denn davon hält, dass da ein Holocaust-Leugner unter den Demonstrierenden wäre. Und ich denke auch, also die Antwort von dem Mann hat mich unfassbar beeindruckt. Großes Lob, ein Riesendank an diesen Mann. Ich sehe es ähnlich. Ich versuche wirklich, alle zu Wort kommen zu lassen. Auch die Menschen, die mich kritisieren, auch die Menschen, die mich hassen. Jeder hat seine Meinung und wir sollten es aushalten, dass diese Menschen ihre Meinung sagen. So wie ich meine sagen möchte.